Merci, Madame Flautre. Ich bin Adelfos Ernst von der Europäischen Aristera. Meine Damen und Herren, das Europäische Roma-Informationsbüro ERIO veröffentlichte eine Publikation, die Diskriminierung von Roma aus nur 3 Monaten 2013 dokumentiert. Daran zeigt sich, dass vor allem lokale und nationale Behörden, ja sogar Minister, unmittelbar selbst Diskriminierung von Roma vornehmen bzw. diese tolerieren, wie in Tschechien, wofür die Rechte anständiger Bürger, tschechischer Bürger natürlich, und mit Hitlergruß unter dem Schutz der Polizei gegen Roma demonstriert wurde in Budweis. Wie in Frankreich, wo der Bürgermeister der Stadt Collet öffentlich verkündete, dass Hitler nicht genug Roma getötet habe und der französische Innenminister davon spricht, das Roma-Problem müsse man mit Abschiebung lösen. Oder im ungarischen Ort wurde Roma das Wasser abgedreht, weil sie sowieso nur Missbrauch damit leisten. Das Gleiche tat man im italienischen Torino. In den Niederlanden haben Behörden Roma-Familien in Container ausgesourcet, damit man sie los wird aus der Stadt Amsterdam. In Rumänien wurde in Baia Mare 15 Roma auf die Straße gesetzt und die Sonderbeschulung von Roma-Kindern eisern durch die Regierung verteidigt. Und in der Kulturhauptstadt Kosice wurde eine Mauer, im Übrigen die 14. zur Abtrennung von Roma gebaut. Ich will nur sagen, es ist 12:05 und wir sollten nicht reden, sondern handeln. Und da erwarte ich, dass es Vertragsverletzungsverfahren gegen diese Mitgliedstaaten gibt. Uns nützen keine Mitteilungen. Da können wir noch so viele beschließen, wenn man den Rassismus nicht aktiv bekämpft. Σας ευχαριστώ, συνάδελφος Μοργάντη, από το EFD. Grazie, Presidente. Proprio oggi la Corte d'Appello di Milano ha quasi dimezzato la condanna prevista per un giovane Rom che ancora minorenne nel gennaio 2012 a bordo di un SUV aveva travolto e ucciso una